Hey, wenn du heutzutage einen Online-Shop erstellen willst, hast du eine extreme Auswahl an Software. Da ist es ganz normal, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. In diesem Video möchte ich dir wichtige Kriterien zur Auswahl einer Online-Shop-Software vorstellen. Ich bin Nick Weißer von OpenStream in Zürich und erstelle bereits seit über 12 Jahren Online-Shops, vorwiegend für Schweizer Online-Shop-Betreiber, die in der Schweiz und weltweit ihre Produkte oder Dienstleistungen online verkaufen möchten. Falls du dir meine bevorzugte Online-Shop-Software einmal anschauen möchtest, schicke ich dir gerne kostenlos und unverbindlich einen Testzugang, damit du siehst, wie der benutzerfreundliche Admin-Bereich funktioniert und die Produkte auf Kundenseite dargestellt werden. Hinterlasse einfach einen Kommentar oder schicke mir ein Mail an nick@openstream.ch. Meine E-Mail-Adresse findest du auch unten in der Videobeschreibung. Als ich 2004 begann, Online-Shops für kleine und mittlere Unternehmen zu erstellen, war die Auswahl an Online-Shop-Software sehr überschaubar. OS Commerce war eines der wenigen frei verfügbaren Open-Source-Online-Shop-Systeme, basierend auf der Programmiersprache PHP. Ich fing damals gerade an, mich mit HTML, textbasierter Auszeichnungssprache zur Strukturierung digitaler Dokumente und CSS, eine Formatierungssprache für HTML, auseinanderzusetzen und erlernte meine ersten Programmierkenntnisse in PHP. Die Installation von OS Commerce auf einem Webserver war mit einigen technischen Grundkenntnissen gut machbar. Die Grundkonfiguration des Online-Shops konnte im Admin-Bereich zusammengeklickt werden, wenn man wusste, wo man klicken muss. Zusätzliche Module konnten nicht per Mausklick installiert werden, wie das bei modernen Do-it-yourself-Online-Shop-Systemen heute der Fall ist, sondern mussten mit einem FTP-Programm auf den Webserver geladen werden. PayPal und einige andere US-amerikanische Payment-Provider waren auch damals schon als Zahlart vorinstalliert und mussten nur konfiguriert und getestet werden. Wenn man individuelle Zahlarten wie PostFinance, Card oder Ether, der orangene Einzahlungsschein, unterstützen wollte, musste man selbst Hand an den Code legen. So entwickelte ich damals das erste PostFinance-Zahlungsmodul für OS Commerce. Für den ersten Kunden erstellte ich einen Online-Shop für gebrauchte Schuhe. Es folgten weitere, bei denen auch das Standarddesign gemäß individuellen Kundenwünschen angepasst wurde. Wenn du heutzutage einen Online-Shop erstellen möchtest, hast du eine sehr große Auswahl an Online-Shop-Systemen. Hier eine Auswahl zu treffen ist alles andere als einfach, weshalb viele nach einer Google-Suche zur nächstbesten Software greifen, die eine einfache Bedienung und hübsche Designs verspricht. Einige Zeit später realisierst du dann aber, dass du ein Produkt auf eine bestimmte Weise präsentieren möchtest oder sonst eine individuelle Anpassung möchtest, die der Hersteller nicht vorgesehen hat und auch nicht bereit ist, für dich vorzunehmen, selbst wenn du dafür bezahlen würdest. Bei der Auswahl einer Online-Shop-Software ist es deshalb wichtig, zwischen geschlossenen und offenen Online-Shop-Systemen zu unterscheiden. Geschlossen bezieht sich in diesem Zusammenhang auf proprietäre Online-Shop-Systeme, deren Code nur vom Hersteller eingesehen und modifiziert werden kann. Du kannst vielfach auch nicht selbst entscheiden, auf welchem Server in welchem Land die Software installiert ist. Offen bedeutet, dass der Code frei verfügbar und offen eingesehen werden kann, sodass nicht nur der Hersteller diesen modifizieren und verbessern kann, sondern jeder, der mit dem Code in Berührung kommt. Du kannst die Software bei einer Hostingfirma deiner Wahl installieren lassen und dir bei zahlreichen Entwicklern und/oder Agenturen Hilfe holen, wenn du individuelle Anpassungswünsche hast. Am Anfang reichen oft die Standardfunktionen. Wenn ein Online-Shop erstellt wird und ins Rollen kommt, sind individuelle Anpassungen aber oft unausweichlich, um besser auf die Bedürfnisse deiner Kunden eingehen zu können. Weitere Vorteile von offener Software sind größere Unabhängigkeit vom Hersteller, Stichwort Vendor Lock-in, größere Innovation durch eine weltweite Entwickler-Community und flexiblere Anpassungsfähigkeit durch offene Architektur. Wenn du einen Online-Shop mit Shopify erstellst, bist du ab 29 US-Dollar monatlich am Start. Wenn du allerdings Geschenkgutscheine und professionelle Reports willst, liegst du bereits bei 79 US-Dollar monatlich. Wenn du von Drittanbietern berechnete Versandkosten in deinen Bestellvorgang integrieren möchtest,
steigen die monatlichen Kosten bereits auf 299 US-Dollar. Der 24/7-Support auf Englisch ist bereits im kleinsten Abo enthalten, du bist aber dennoch komplett für deinen Do-It-Yourself-Shop verantwortlich, wenn du nicht von einem Shopify-Partner bzw. einer Shopify-Agentur unterstützt wirst. Bei Hostpoint kannst du deinen Online-Shop mit E-Pages erstellen. Es sind keine technischen Kenntnisse notwendig und du kannst auch das Design bis zu einem gewissen Maß anpassen. Die monatlichen Kosten liegen bei 49, 79 oder 99 Franken, je nachdem, wie viele Produkte du in deinem Online-Shop einstellen, wie viele Sprachen du einsetzen und wie viele Produkttypen du verwenden möchtest. Ein Business-Hosting im Wert von 24,90 Franken ist in dem Paket bereits enthalten. Bei Fragen wendest du dich an den Hostpoint-Support, bist aber bei spezifischen Online-Shop-Problemen, bei denen der Support überfragt ist, auf dich selbst oder einen auf ePages spezialisierten Dienstleister angewiesen. Bei Jimdo kostet ein Shop 20 Euro pro Monat bei jährlicher Abrechnung. PostFinance Smart Commerce schlägt mit 24,50 Franken monatlich und einmalig 295 Franken zu Buche. Ein weiterer Schweizer Online-Shop-Anbieter, Smoolies, hat wiederum drei Pakete für 12, 24 oder 36 US-Dollar, bietet aber derzeit nur Stripe, Braintree und PayPal Express Checkout als Zahlarten an. Der Support ist auf Englisch. Der große Vorteil bei diesen proprietären Online-Shop-Systemen ist die Kostenkontrolle. Hosting und Basissupport sind im Preis enthalten, alles andere machst du in der Regel selbst oder du hast jemanden in der Familie oder im Unternehmen, der sich darum kümmert, wenn du selbst keine Zeit dafür hast. Ein Nachteil von offenen Shopsystemen wie PrestaShop, Shopware, Magento oder WooCommerce aus Sicht des Shopbetreibers ist die Notwendigkeit eines Entwicklers oder einer Agentur. WooCommerce ist dabei als WordPress-Plugin wohl am einfachsten zu installieren. Die anderen Online-Shop-Systeme brauchen aber oft sehr viel technisches Fachwissen, wenn sie selbst installiert werden. Um die Flexibilität dieser Shop-Systeme nutzen zu können, muss man deshalb oft etwas mehr Geld in die Hand nehmen. Zwar gibt es ausländische Entwickler und Agenturen, die mit günstigen Stundensätzen locken. Einen Schweizer Service bekommt man dafür aber in der Regel eher selten. Bei der Zusammenarbeit mit Entwicklern und Agenturen außerhalb Europas tragen die kulturellen Unterschiede zudem oft zu Missverständnissen zwischen Entwicklern und Online-Shop-Betreibern bei. Hier spreche ich aus eigener Erfahrung und habe mich deshalb schon vor vielen Jahren entschieden, vorwiegend mit einem deutschsprachigen Team zu arbeiten. Meine Empfehlung für jemanden, der einen Online-Shop neu erstellen möchte und sich noch nicht ganz sicher ist, in welche Richtung es gehen soll, ist deshalb WooCommerce. WordPress kann bei den meisten Hosting-Anbietern per Mausklick installiert werden. Das WooCommerce-Plugin kann wiederum im WordPress-Admin-Bereich ebenfalls per Mausklick installiert werden. Obwohl WordPress bei jedem Wald- und Wiesenhoster lauffähig ist, sollte man in Kombination mit WooCommerce darauf achten, nicht das Billigste vom Billigen zu nehmen. Ein Online-Shop sollte so erstellt werden, dass er schnelle Reaktionszeiten aufweist, damit Kunden schnell zum Ziel kommen und nicht im Bestellvorgang oder gar vorher die Geduld verlieren und abspringen. Wenn du deinen Online-Shop mit WooCommerce erstellst, hast du in der Grundausstattung einen funktionsreichen Online-Shop mit der gleichen Kostenkontrolle wie bei einem geschlossenen System, bewahrst dir aber die Freiheit, zu einem späteren Zeitpunkt neue Funktionen zu integrieren. Du musst lediglich einen Entwickler oder eine Agentur finden, die zu deinem Budget passen. Ein einigermaßen gutes WooCommerce-Hosting für einen kleinen Online-Shop erhältst du bereits ab 10 Franken pro Monat. Kostenlosen Support erhältst du in diversen deutsch- und englischsprachigen Online-Foren. Kostenpflichtigen Support mit Schweizer Servicequalität erhältst du von einem Online-Shop-Spezialisten wie OpenStream. Das war mein kleiner Überblick zur Auswahl einer Online-Shop-Software. Wie eingangs bereits erwähnt, schicke ich dir gerne kostenlos und unverbindlich einen Testzugang zu einem WooCommerce-Shop, damit du dir einen Überblick verschaffen kannst. Hinterlasse einfach einen Kommentar oder schicke mir ein Mail und ich werde mich umgehend bei dir melden. Wenn du weitere Videos zum Thema E-Commerce sehen willst, kannst du auch gerne diesen Kanal abonnieren. Yeah!